Aber wie viele Punkte habt ihr schon eingereicht? 140.000. Ja, die Hälfte ist ja schon fast. Ja, okay, ein bisschen ist noch. Mario, der fiese Typ ist abgehauen. Heißt das etwa, wir können jetzt endlich mit unserer Hochzeit anfangen? Oh je. Ach, Rapsi, ich bin ja so glücklich. Lass uns schnell heiraten, damit wir uns aufs Zimmer zurückziehen und unsere Flitterwochen planen können. Oh ja. Dann wollen wir mal. Okay, Mario? Let's go. Alle mal hergehört. Wir fangen nochmal ganz von vorn an. Zurück in den Trausaal, wenn ich bitten darf. Irgendwie schade, dass Luigi hier nicht großartig mitmacht. Also auch auf dem Cover und so sieht man nicht. Vielleicht kommt der vor im Spiel, bitte nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie schade, dass er nicht so wichtig eingebaut wurde, wie die anderen Chars. Muss immer noch auf die Toilette, Kleiner. Kannst du nicht mehr halten. Oh ja, wir haben jetzt endlich die mal benutzt. Ich habe mich schon gefragt, ob die einfach nur umsonst da steht, also nur Deko ist. Einfach herrlich dieses Stück, unverwechselbar aus seiner Feder. Todzart, Meister der feierlichen Melodie. Irgendwie eine Anspielung, hör das gerade nicht raus. Ja, ich will. War's schon alles? Irgendwas am Ende, wie so eine Fanfare oder so. Ist das sogar die Fanfare aus dem Spiel? Achso, ich muss da stehen. Nee, doch nicht. Aber er macht irgendwelche Bewegungen dann. Muss ich denn jetzt hier noch bleiben? Ich glaube nicht, dass ich hier noch großartig was machen kann. Aber ein Dingens fehlt. Wer traut die denn jetzt? Dann wird es bei mir jetzt gerade nicht geklappt. Wo geht's denn jetzt hin? Mal kurz gucken. Hier sind die Nächsten. Da kommt immer mehr, oder was? Der ist immer noch am Jumpen. Ich will Skifahren. Wann können wir Skifahren? Gar nicht. Ich glaube, neue Items im Shop haben sie wahrscheinlich nicht so zwischendurch, ne? Marceline. Superhammer, Handknarre. Eichelhund, wir haben schon alles, ja. Ja, mal gucken, was der Ring macht mit dieser Liebe. Ich habe das Gefühl, das ist so ein, jetzt kommt was. So ein Lackring. So von wegen. Alle paar Runden passiert auf einmal was. Irgendwie sowas. Wird geheilt oder so. Ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Mario. Der Kronminister wartet doch. Lass uns lieber zurück in den Palast, ehe wir hier weitergehen. Ach ja, stimmt. Sie wollte ja dahin, genau. Wenn noch irgendwas mit den Easter Eggs oder so ist, sagt bitte Bescheid, ja? Und wird gequetscht? Nein, das ist genau so, Nevis. Das ist der Stil des Spiels. Siehst du? Das hier ist das ganz normale Fenster. Wenn ich das jetzt größer ziehe. Das ist so. Das Spiel ist es der Stil davon. Also das war schon von Anfang an so. Da ist nichts verändert. Kann ich Läden? Bin ich bescheuert? Bin ich gerade. Ach, da geht's dann raus. Ach so. Auf der Weltkarte kam ich jetzt aber nicht dahin. Ach, ich bin instant beim Pilzpalast. Okay. Nee, es ist schon ein Vollbild, ganz normal. Auch beim letzten Stream war genauso wie jetzt. Hab daran nichts geändert. Ah, Dex, rein. Ich wusste nicht, dass da was anderes jetzt kommt. Jetzt habe ich es nicht gelesen. Ah, Dex, reingelegt. Wegen Bowser rennt er jetzt weg, oder was? Anscheinend vom Sound her. Warte, er sagt das nochmal, jetzt kann ich es sehen. Mario, wenn ich groß bin, dann ziehe ich mit dir und deiner Gruppe um die Welt, ja? Keine Sorge, falls uns mal Bowser über den Weg läuft, dann werde ich gehörig die Radieschen verhageln. Okay, jetzt verstehe ich, warum. Da Bowser jetzt dabei ist. Normalerweise ohne Bowser hat er das, sagt er das auch. Dann kommt aber das Ende dann nicht. Mario, willkommen zurück. Und ganz ohne Blessuren, wie es aussieht. Prinzessin, eure Hoheit. Endlich wieder daheim. Zusammen mit Mario und wunderbaren neuen Freunden. Sie haben mir das Leben gerettet.
Klingt spitze. Da nichts wie auf zum Kronminister. Geh ruhig vor, wir kommen nach. Wir sollten den Kronminister nicht warten lassen. Hey, warte mal, jetzt könnte ich ja gar nicht mehr hochspringen. Die Todis sind weg. Und noch wieder? Sonst kann einer die Truhe da oben nie holen. Nie mehr holen. Kronminister, die Prinzessin, sie ist wieder da. Oho. Echt ein Glück, all die Aufregung, der reinste Albtraum. Meine armen Nerven. Verzeiht, dass ich all solchen Sorgen bereitet habe. Aber mir geht es gut. Ich kann selbst auf mich aufpassen. Mit ein klein wenig Unterstützung von Mario vielleicht. Vielleicht? Wundervoll. Dann lass uns aus dem Eingang eintreten, wo es hier doch so schrecklich zieht. Du weißt hoffentlich, wie überaus dankbar wir dir alle sind, Mario. Aber eine Sache musst du mir noch verraten. Woher dein Zusammenstoß mit Bowser? Zusammen mit was? Wovon redet ihr, Prinzessin? Wie der mal rauskommt da. Das soundet mich immer wie ein bisschen an so Mario Party. Oh, schönen guten Tag. Welche imposante Verkleidung sieht da. Sieht da. Ah, tu mir nichts. Kronminister. Kronminister, liebe Toads, bitte beruhigt euch. Mario ist hier und schaut, dass es euch nichts geschieht. Wenn ihr das sagt. Bowser, vielleicht solltest du uns einfach erzählen, was dich an Marios Seite gebracht hat. Einmal meintest du doch auch, du hättest Wichtigeres zu tun. Was sollte das heißen? Bloß nicht die Wahrheit sagen. Wenn die ans Licht kommt, bin ich geliefert. Herr Minister, darf ich die Ereignisse schildern? Die anderen können mir eine Erzählung ja gerne ergänzen und so. Erstmal hat ein Riesenkrach alle durch das ganze Reich katapultiert. Prinzessin und Bowser und Mario flogen alle total unterschiedliche Richtungen. Und der Grund dafür war was ganz Großes, das genau auf Bowsers Festung runterflog. Erst krachte es durch die Sternstraße. Und dann... Kabum! Wie das aussieht, Marios Gesicht. Rumpst es mitten in Bowsers Festung rein. Und raten Sie mal, was es war. Ein riesengroßes Schwert, größer als ein Haus. Nun ist Bowsers Festung voller böser Monster, die einem Fiesling namens Schmiedrich dienen. Und mich lassen sie nicht mehr... Ich urlaube jetzt. Bowser hat Urlaub. Genau, ich urlaube und überlege mir dabei, wie ich diese Blechköpfe am grausamsten aus meiner Festung vertreibe. Und wen treffe ich da urplötzlich? Mario. Und er bettelte mich förmlich an, Bowsers Schergen beitreten zu dürfen. War ein trauriges Schauspiel, ganz ehrlich. Hatte gar keine andere Wahl, als ihn zu meinem Handlanger zu machen. Hihi, schon gut, Mario. Wir können uns denken, dass Bowser mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Und du, Mellow? Sag, aus welchem Grund hast du dich Mario angeschlossen? Ja, ich will herausfinden, wo ich herkomme und wer meine wahren Eltern sind. Mario hilft mir dabei. Genau deswegen sind wir jetzt gemeinsam auf Reisen und erleben tolle Abenteuer. Wie sie halt. Einfach 1:1 YouTube-Thumbnail. Perfekt. Wie bitte? Du musst deine Eltern suchen, aber das klingt ja furchtbar. Ganz schrecklich, grauenhaft. Ich hoffe, du findest deine Familie recht bald. Und du, Gino war dein Name, richtig? Wieso bist du mit Woher weißt du den Namen? Hat er ja gar nicht gesagt, oder? Die Sternstraße, meine Heimat, wurde zerstört und ich bin hinab in diese Welt gekommen, um sie wiederherzustellen. Mario ist mir dabei behilflich, die für ihre Wiedererschaffung benötigten Sternstücke zu finden. Sternstücke? Ganz genau, die Sternstraße hat die Macht, allen auf dieser Welt ihre Wünsche zu erfüllen. Und solange wir nicht alle Sternstücke gefunden und die Sternstraße repariert haben, werden keine Wünsche mehr wahr. Weder meine Wünsche, noch die von Ihnen, noch die von irgendwen auf dieser Welt. Was? Das klingt ja furchtbar. Ganz schrecklich. Vielleicht sogar grauenhaft? In der Tat, nehmen wir nur einmal an, Bowser werde euch entführen. Ohne die Sternstraße wäre eure Rettung so gut wie undenkbar. Hey, warte mal, klingt doch astrein, die Sache. Ich sage, wir vergessen diese Sterndinge einfach. Wer macht mit? In dem Falle, Miss Bowser, müsstest du deine ach so geliebte Festung ebenso vergessen. Für immer. Was? Ach, scheiße. Nochmal langsam das Ganze. Wenn Mario die Sterndinge nicht findet, dann gehört Peach mir. So weit, so klasse. Aber ohne die Sterndinge kriege ich meine schöne Festung nicht zurück und kann Peach nicht mehr standesgemäß entführen. Das ist schlecht. Daraus folgt logischerweise... Lass ihn einfach. Einer Welt ohne Wünsche zu leben, ein furchtbarer Gedanke. Wir müssen los und die Sternstücke finden, und zwar unverzüglich.
Aber eure Hoheit, ihr wollt euch ihnen anschließen? Das kann doch noch unmöglich euer Ernst sein. Das wäre blanker Wahnsinn, Hoheit. Ihr seid doch eine Prinzessin. Was sollen denn die Leute denken? Es ist mir gleich. Hoffnungslos, wie die Lage momentan ist. Ich bin müde. Ich will mich ein Weilchen in meinem Gemach ausruhen. Ich wünsche euch viel Glück auf eurer Reise. Mario, Mello, Gino und auch dir, Bowser. Schmiedrich der Dietrich. Ja, dieses Face. Ich glaube, das wird mittlerweile gar nicht mehr auf YouTube-Thumbnails jetzt so genutzt, aber es gab mal so eine Zeit, wo das echt extrem war. Also ein bisschen bei manchen Reactions und so kommt das noch vor. Also in meinem Bereich meine ich jetzt. Es gibt ja auch die, die machen sehr viel Reaction-Content auf YouTuber-Videos und so. Ich rede mehr von Nintendo Directs und Game Awards, Summer Game Fest und sowas. Ne? Eher so im Gaming-Bereich halt. Beziehungsweise im Gaming-Bereich kann man auch auf andere YouTuber reacten, wenn man so will. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Nun denn. Dank Mario weilt die Prinzessin nun wieder in Sicherheit. Der soll dieser Tag von nun bekannt sein als der Mario Day. Moment mal, könnte es vielleicht sein, dass... Könnte hinter dem Angriff auf unser König vermutlich dieser Schmiedrich stecken, den ihr erwähntet? Was, checkst du erst jetzt? Dann scheint es zum Jubeln noch etwas zu früh. Mario, dürfen wir dich um einen weiteren Gefallen bitten? Bitte weise Schmiedrich in seine Schranken. Nur so können wir alle wieder in Ruhe und Frieden leben. Prinzessin Peach weilt endlich wieder bei Hofe und erscheint dort wohl sie vorerst bleiben. Ja, aber Gino, also ich glaube mittlerweile, wie gesagt, ich merke schon ein bisschen, warum Leute Gino feiern. Seine Art und Weise, wie er halt auch rüberkommt und wie er redet, ist schon irgendwie cool. Auch wenn man der eigentlich, logisch müsste man ja sagen, es ist ja, eigentlich ist, sieht Gino gar nicht aus so aus. Es gibt ja eigentlich, wenn man so will, gar keinen richtigen Gino. Es ist ja nur eine Puppe. Damit er auf Erde wandeln kann. Normalerweise sieht, keine Ahnung, wie sieht das Ding denn ohne ihn aus? Weiß ich nicht, man hat ja nur so einen Stern gesehen. Weiß ich nicht, ob da irgendwas noch gezeigt wird am Ende? Alles Gute, Mario. Und wenn ich was falsch erzähle, könnt ihr mich gerne berichtigen gerade, ne? Falls ich irgendwas falsch verstanden habe. Ja, Robert ist zurück. Ach, du hast unser allergrößtes Lob verdient. Okay, hier ist dieses komische Item, ne? Ist das immer noch da? Nicht mehr? Ah, jetzt ist es weg, wo Peach hier ist. Oh, jetzt findet man das Item nicht mehr. Also, es sind eh nur Fragezeichen gewesen, aber trotzdem. Aber er ist hier nicht mehr. Na gut. Ja, aber schade. Ich will doch, dass Peach mitkommt. Ist hier noch sonst irgendwas? Nee, ein Bett. Mario! Du hättest mit Peach in der Party in den Stuhl gemusst. Ja, aber sie ist ja nicht in der Party gerade. Weil, die kann man ja trotzdem noch mitnehmen. Nein, spring nicht! Super Princess Peach! Jetzt ist sie doch dabei. Ja, war ja klar eigentlich. Mario, bitte, lass mich dich begleiten, ja? Keine Sorge, meine Muhme hat mir dabei geholfen, mich unbemerkt davon zu stehlen. Jetzt gehe ich mit euch auf die Sternsuche. Aber wo fangen wir damit am besten an? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ihr vielleicht? Mario, was machen wir denn, wenn wir mal nicht weiter wissen? Ich mag Mello immer noch. Mellos Face ist best. Was machen wir denn? Na, mein Großvater fragen. Ruppi weiß ganz sicher Rat. Oh, so ein Glück. Dann nichts wie hin. Wer hätte es geahnt? Peach hat sich dir erneut angeschlossen. Ja, also, ich war das erste Mal, war ich bei da. Und da waren da nur 3 Fragezeichen. Bei diesem Stuhl. Und da mehr kam nicht. Ein Easter Egg kann man sich versauen. Ja, wie gesagt, ich kenne die Easter Eggs ja nicht, ne? Alle. Jetzt ist Peach schon wieder hier? Ach so. nicht doch, Kindchen. Naja. Ich liebe die Welt unter denen. Okay. Mario, weicht nicht von meiner Seite. Es kann also nichts schief gehen. Keine Sorge, ja?
Gebt auf euch acht, ja? Ah, jetzt kommt was. Was ist denn eine Mume? Boah, musst du nachgucken. Viper, moin. Mario. Hör gefälligst auf, in fremden Gemächern umherzuschnüffeln. Ja. Okay, kommt mal wieder. Aber was ist denn da? Das ist doch eigentlich nur ein... Warum fremde Gemächer? Das ist doch nur ein Stuhl. Hätte jetzt eher so eine Schublade oder so gedacht. Dann hätte es ein bisschen mehr Sinn gemacht. Den ergeben, so. Ja, das Spiel ist halt schon ein paarchen älter. Deshalb kommen da so gewisse Wörter vor, die ich auch nie gehört habe. Ich finde es aber gut. Da lernt man wieder was. Kann man eigentlich wirklich nicht überall hin teleportieren? Eigentlich müssen wir bestimmt jetzt nach Ehelingen wieder, oder? Gehe ich mal von aus. Und dann hier lang. Eine Mume ist eine alte. Klingt irgendwie so fies. Ein Stuhl ist eine sehr private Sache. Ich finde es immer nur komisch, dass Leute das Ganze irgendwie immer mit irgendwas Erwachsenen in Verbindung gebracht haben, was Peach da hat. Aber er wird das. Also hier wird das nicht mehr erwähnt. Kann sein, dass im Remake, im Original irgendwas erwähnt wurde. Oh. Es geht hier doch nicht weiter. Achso, für Leute, die halt beim ersten Stream nicht dabei waren. Yoshi's Island habe ich gefunden. Ne? Da waren wir schon. Ja. Kann man es sehen? Da. Yoshi's Island. Ein altes Mütterlein. Okay. Gut, dass wir eine Person hier haben, die anscheinend die ganzen Wörter kennt. Weil offensichtlich kennen viele die Wörter nicht. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo ich hin soll. Ach so, zu Opi. Da hat er doch gesagt. Mit Boshi. Genau, mit Boshi. Doch gesagt zu Opi. Ah, ich bin so blöd. Hat er doch gesagt, Mann. Pass doch auf, Streamer! So. Quappenquell. Wird da sogar angezeigt. Die Flagge steht doch da drauf. Oder werden alle Städte so angezeigt? Werden Städte allgemein angezeigt als Flagge? Nee, eigentlich da, wo man immer hin muss. Okay, dann machen sie es ja noch wesentlich einfacher, als ich dachte. Moin, gut, dass sie keine Jugendsprachen-Patch gebracht haben. Mario Brudi, was los, Digga? War so voll lost und cringe. Mein Yoshi. Oh, da haben wir schon am Anfang sogar was Witziges gebracht. Es gibt doch den Schwierigkeitsgrad locker oder normal. Da hat auch einer geschrieben, das habe ich auch gedacht. Entweder nehmen wir den Schwierigkeits auf normal oder nein. Wir nehmen lieber den auf lock. Das fand ich schon ein bisschen witzig. Steht hier sogar noch bei, glaube ich. Warte. Man kann ihn sogar ändern. Ja, Schwierigkeit normal oder auf Lock? Wenn wir schon bei Jugendsprache sind. Jetzt weiß ich auch mal, woher Boshi kommt, Deku King. Oh, Opi, sag mal. Er sagt, weißt du vielleicht etwas zu den Sternstücken, die wir finden wollen? Mello, mein guter Junge. Möchte nicht, bei mir findest du immer Rat. Es wurde ein gewaltig großer Sterngesichte, und zwar drüben auf dem Sternhügel. Wer hätte das gedacht? Sehr interessant. Ja, der Sternhügel scheint ein durchaus wahrscheinlicher Ort für Sternschnuppenfunde zu sein. Wundervoll. Freunde, lasst uns sogleich zum Sternhügel aufbrechen. Das war schon? Okay, das war ja einfach. Wahrscheinlich von hier aus. Man sieht den ja schon die ganze Zeit auf der Map, ne? Das ist, weiß schon, wo ich hin muss. Ist eine veraltete Bezeichnung für Tante. Hab's gegoogelt. Okay. Aber das Wort Muma gehört habe ich schon mal. Aber auch da hätte ich's nicht, wusste ich nicht, was das ist. Das sieht ja interessant aus. Oh, hoffentlich haben wir geile Musik hier. Danach kommt noch eine Stadt. Wo überall Röhren... Ja gut, okay. Es sind halt einfach Schornsteine. Wie ist die Musik bei euch wieder so leise? Ich finde es ein bisschen komisch. Ich habe extra mal ein bisschen leiser gemacht als den letzten Stream. Oh. Weg nach Ehelingen. Sprich mit der Blume und die Sternpforte öffnet sich. Weg zum Sternhügel. Hä, das heißt, hier komme ich wieder einfach nur zurück? Wo komme ich denn raus? Bin ich perfekt wieder bei den Ehelingen dann? Okay. Warum kann man nicht...
Hier kann man gar nicht mehr zurückgehen, ach deshalb. Musik mag ich sehr gerne gerade. Sound müsste aber eigentlich für euch laut genug sein, oder? Ich hab's ein Ticken leiser gemacht als letztes Mal, weil ich es dann doch ein bisschen angenehmer fand, dass man mich hört. Eigentlich hört man mich schon gut, aber manchmal rede ich auch, wenn ich halt nicht ganz am Mikro bin, ne? Deshalb, dass man das auch gut versteht. Dies ist der Sternhügel. An diesem Ort gehen die Wünsche hernieder, die hoch oben auf der Sternstraße zu Sternen wurden. Doch seit die Sternstraße von Schmiedrich zerstört wurde, gerät auch hier alles furchtbar aus den Fugen. Nun fallen nämlich auch Wünsche herab, die noch überhaupt nicht erfüllt worden sind. Sie sind verloren. Weise Quark erwähnte, dass er von einem Sternstück auf diesem Hügel erfahren hatte. Halten wir Ausschau danach. Also wenn irgendwas mit dem Sound ist, werdet ihr wahrscheinlich auch schon was schreiben. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Schön, dass Spiele früher noch versucht haben, Kinder zu bilden. Ja, wobei, ja doch, in der Art und Weise wurde, hat man nicht mehr geredet. Nee, stimmt. Gag-Lag. Da rechts daneben ist, keine Ahnung, werde ich gleich sehen. Ein Malmut. Ups, drück ich manchmal so früh bei dem. Bin ich blöd. Upp, geplatzt. Aber gut, es gibt jetzt aber auch keine Spiele, die, sagen wir mal, gibt doch genug Spiele, die noch bilden, wenn man so will. Auch in Assassin's Creed, in Geschichte zum Beispiel, kann man auch einige Sachen, glaube ich, mitkriegen. Das ist geil, wie alle mal dancen, ne? Ich muss ja sagen, ich finde das irgendwie von dir, wie Peach tanzt. Mittlerweile gibt's diese ganzen Dance-Dinger. Also Mario gibt's und Mello gibt's. Also den Tanz von Mello gerade kann man haben. Und den von Mario, wenn er nicht gerade dran ist. Hier. Jetzt zum Beispiel kommt das. Jetzt Dance Mario. Genau. Mello und Mario gibt's mittlerweile als einzelnes GIF im Discord zu finden. Also kann man auch wahrscheinlich auch bei WhatsApp finden. Keine Ahnung, ob sie die anderen auch noch irgendwie alle irgendwann aufnehmen und da reinpacken als GIF. Ich find's irgendwie verniedlich, wie Peach dance. Wo ist Daisy? Ein bisschen mehr KP. Ah, ein bisschen mehr Damage. Das geht sogar, der Angriff geht sogar um 3 hoch. Das war echt nicht wenig. Prüfen? Ich wünsche mir ein Kind, das das Süßeste der Welt wird. Ich wünsche mir, bald eine Familie zu gründen. Bleib hier, bleib hier. Was bist du denn? Nein, hab dich. Ein Pulsar. Ja, okay, von denen. Diese Art von Gegner haben wir schon mal gehabt. Ich mach jetzt Ding ins Kombo. Ich will den nicht besiegen. Der abhaut. Warte mal, warum? Ach ja, Peach ist gar nicht ganz im Team, ne? Ich wundere mich gerade, wo die ist. Natürlich, die wurde rausgenommen, weil sie kurz nicht im Team war. So. Wollte ich unbedingt besiegen. Wie das Ding aussieht, wenn die Dinger da weg sind. So ein kleiner 81 Damage? Was? Was ist das für ein Quatsch? Alter, übertreib mal noch mehr. Der hat eine Art Explosion eingesetzt. Oh, die watscht den Gegnern ein. Wow. Das sind für eklige Gegner. Die killen halt einfach One-Hit. AP Regen, Heilung und Gruppenknuddeln. Sehr fies. Ich merke aber gerade, dass Peach noch keine Waffe angelegt hat. Doch, die hat einen Klatschhandschuh. Doch, hat sie wohl. Na gut. Auch ein Gegner? Oh, du bist auch ein Gegner. Oh, ich will diese Sterne nicht wieder haben, ey. Kann wir irgendwas machen? Genobus, nochmal den Strahl gegen ihn, ich will den weghaben. Sauber, bloß weg damit. Wir können Gegner meine Chars one-hitten. Es ist viel verniedlicht, der Ziesling. Ich voll das niedliche Vieh. Und tschüss. Wie er abhaut. Aber die anderen sind ja eklig. Jetzt weiß ich ja wenigstens, dass sie da, was die machen. So einfach mache ich das nicht nochmal. Kommt der immer wieder? Geht das was, wenn ich alle aktiviere? Ist lang nicht, ne?
Oh, einer ist davon sogar ein starker Gegner. Ja gut, sie... Ach, er ist dran. Ups. Der eine rennt weg, das war klar. Oh, 31 Damage. Erstmal Duplex Sieb. Ja, offensichtlich muss ich da lang. Und flop. Einfach in ein Türschloss reingegangen. Da ist wieder ein Gegner. Ich wünsche mir, dass ich mal richtig berühmt werde. Wo sind denn diese ganzen Dinge anzumachen? Eigentlich war das ja eben, um die anderen Sachen zu aktivieren. Wie will ich damit jetzt auch noch was, wenn ich alle anmache? Wünsche mir, dass ich mal der beste Schatzjäger der Welt werde. Ich wundere mich gerade, warum die ganze Zeit so reden, aber das soll ja sein wie Sternschnuppen, ne? Das hat mir dieses Wünschen. Wir wünschen uns, dass Mello sicher und unversehrt den Weg zurück zu uns findet. Oh! Hey! Der Wunsch da, der stammt ja von meiner Mama und meinem Papa. Oh! Sie wünschen sich... Ach so, das sind die Wünsche der anderen, die hier liegen. Ach so ist das gemeint. Sie wünschen sich, dass ich nach Hause zurückkomme. Halt, keine Zeit für Tränen. Mama und Papa warten auf meine Rückkehr. Los, Mario, lass uns nicht rumtrödeln, sondern losflitzen. Okay, cool. Ist jetzt nicht unbedingt story-relevant gewesen? Also hätte man nicht aktivieren müssen, aber ich finde es gut, dass wir es gesehen haben. Lohnt sich also doch, die ganzen Dinger mal ein bisschen anzuquatschen da. Was hast du noch für einen Wunsch? Ich wünsche mir, dass ich der beste Zuckerbäcker auf der Welt werde. Nee, der beste Zuckerbäcker der Welt werde. Ja, auf der Welt, der Welt. Jacke wie Hose. Ich habe richtig Hunger. Ach, ich wünschte, ich hätte Futter. Habe ich jetzt irgendwas aktiviert? Da geht's doch nur zurück, oder? Geht's denn weiter? Nee, da geht's weiter. Glaube ich. Ja. Mir macht das Spaß, die Dinger zu lesen. Ich wünschte, ich könnte die perfekte Melodie komponieren. Das ist von dem, wie heißt der denn nochmal? Hieß nicht Toadzart. Ich weiß nicht mehr, wie die andere hieß. Oder war das sogar Toadzart? Doch, war der, glaube ich. Wer war denn eigentlich dann an der Orgel vorhin? Ich wünschte, ich könnte schneller rennen. War schon der Stern? Ich wünsche mir, dass mein Bruder Mario stolz auf mich und meine Hilfe ist. Oh, von Luigi! Yo! Luigi Time! Schön, dass Luigis Wunsch hier auch ist. Aber wo ist Luigi? Wo ist er denn? Wahrscheinlich kommt gleich noch ein Boss oder sowas. Ja, schon kommt eine Cutscene. Nicht? Man kriegt den einfach so? Ja gut, man hat ja vorher schon Bosse besiegt, ne? Ich wollte sagen, der vierte ist geschenkt, aber stimmt ja gar nicht. Wir haben ja schon ein bisschen was da vorher gemacht. Der Sound am Ende hier. Ich weiß, dass ich den schon mal irgendwo gehört habe. Wo kommt der noch vor? Wo kommt dieser Sound noch vor? Haben die das bei Mario & Luigi Games eingebaut? Hm, nicht. Ganz wie ich vermutete. Das Sternstück war tatsächlich an diesem Ort vom Himmel gefallen. Doch wo wollen wir als nächstes suchen? Mario Galaxy? Mario Galaxy? Na gut, okay, habe ich nicht so oft gespielt. Kann sein. Ganz in der Nähe von hier liegt ein Städtchen namens Küstenstädt. Das hört sich gut an. Dort ist es einfach herrlich und sicher wird dort jemand einen neuen Hinweis geben können. Du hast es weit gebracht. Doch das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Es fehlen noch 3 Sternstücke. Ja, grob gesehen hat man jetzt schon mehr als die Hälfte des Spiels durchgespielt, ne? Wenn man nach den Sternstücken geht, wir haben 4 von 7. 4 von 3, genau. Aber von den Leveln her können wir auf jeden Fall mindestens bis Level 18 hoch. Da sind die... Da wären die letzten Skills. Oh, warte, ich muss wohl offensichtlich wieder alles anmachen. Jetzt geht's auf. Ja, okay, es sind wirklich immer zum Aktivieren. So, es geht nach Küstenstädt.
würde mir gerne die ganze Map angucken. Ich sehe, aber wir gehen noch aufs Schiff da unten, hundertprozentig. Und dann geht's nach oben wahrscheinlich noch. Geht's jetzt zum Level Up? Domi Geburtstag? Ja, dann geht's jetzt zum Level Up, ne? Sir? Man stellt sich eigentlich hinter den Tresen. Nicht auf den Tresen. Hier ist das Gasthaus. Übernachtung kosten nichts. Wow, danke. Wie Sie wünschen. Boah, da passiert doch jetzt irgendwas, oder? Muss man mal testen. Der Wecker klingelt. Arbeiten. Montag. Warum steht der jetzt hier? Der hat mir doch was geklaut. Ich glaube nicht, dass das hier mit rechten Dingen zugeht. Weihnachten kostet nichts? Also irgendwas ist hier total faul. Mhm. Okay, die stehen davor. Wir dürfen hier nicht rein. Dieses Heim ist geheim. Okay. Ja, leider ist die Musik hier nicht so schön, wie ich sie mir gewünscht hätte, muss ich sagen. Und das liegt vielleicht gerade an der Situation, weil eine Küstenstadt hätte eine coole andere Musik verdient. Hihihi, endlich. Hast du auf dich warten lassen, Kumpelchen. Ich bin der Dorfälteste hier. Der Kaff-Chef sozusagen. Bin hier der Größte, kapiert? Okay, jetzt kann man wieder... Was ist denn ein Kaff-Chef? Also ein Chef von dem Kaff hier, oder was? Ist das so gemeint? Ich verstehe mich eben auf Karriere. Die richtigen Leute kennen, ihnen gefallen. Was kann ich? Glaub's mir. Was? Du weißt, es ist neulich ein Stern hier vom Himmel gefallen, und zwar drüben ins Meer. Den brauche ich. Haut ab und bringt ihn mir, klar? Okay, ich weiß schon, wo ich hin muss. Ein Kaff halt. Einfach nur ein Kaff. Okay, ist das wirklich so gemeint? Ich dachte schon irgendwie, das ist wieder ein anderer Begriff. Ich grüße dich. Du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch? Wir trafen uns bereits am Quackenquell. Da hatte ich noch Schweif und Kiemen. Früher war ich mal weise Quacks Schüler. Auch nun bin ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Hier in diesem Ort ist es jetzt so unheimlich still. Was hier wohl los ist? Ach was, gib mich jetzt an. Falls du Froschgroschen dabei hast, hätte ich übrigens Tolles zu verkaufen. Flüchteglück. Ermöglicht die Flucht aus Kämpfen. Dieses Item wird dadurch Einsatz nicht verbraucht. Ermöglicht es, den Kampf erneut zu beginnen. Dieses Item wird durch Einsatz nicht verbraucht. Oh, man kriegt noch echt easy Items. Verdoppelte verdiente Erfahrungspunkte. Oh, das will ich haben. Verdoppelt die Anzahl der im Kampf gewonnenen Münzen, Blumenring, halbiert den Verbrauch von Blumenpunkten. Boah, das ist ja voll die geilen Sachen hier. Shit, mir fehlen zwei... Achso, ihr seht das nicht, ne? Mir fehlen zwei Münzen gerade. Den Erfahrungsturbo hätte ich gerne. Weil der bringt ja auch nur bis zu einem gewissen Grad was. Man muss halt sagen, der Erfahrungsturbo ist natürlich von allen diesen Items hier der sinnloseste, wenn man so will. Weil irgendwann bist du auf Max-Level und dann bringt das nichts mehr. Aber bis zum Max-Level bringt's was. Der hier ist auch noch gut. Einfach immer fliehen, wenn man möchte. Da scheint aber auch nichts, was man anlegen muss. Das muss einfach im Inventar sein, glaube ich. Ja, wenn man den hier anlegt, dann kriegen die, glaube ich, immer nur diese eine Char doppelte XP. Aber mir fehlen zwei Münzen. Ich will den haben. Ich will gut leveln können. Ich liebe immer sowas. So, wir wissen schon, wo wir hin müssen, aber ich weiß nicht, ob das Spiel mich da schon hinlässt. Zwei Shops gibt's hier? Wenn sie ins Meer wollen, dann müssen sie in die Stuhl hineinspringen. Den Dorfältesten finden sie in seinem Haus. Ja, ja, okay, da war ich schon. Das ist echt ein OP-Frosch. Der wurde aus der Kaulquappe, der wurde von Köpsel. Du Kapuzzi jetzt. Die drehen sich und drehen sich und drehen sich. Kann man hier nichts kaufen? Leute, ich will hier mein Geld ausgeben. Warum gibt es überhaupt drei Shops? Was machen die denn alle hier alle? Warum sind die alle dumm? Leute, wisst ihr nicht, wie man hier sowas führt? Oh, kann ich einfach so hochspringen. Die sammeln sich Sterne, oder? Ihnen fehlen noch drei Stück. Was ist mit den Leuten hier los? Warum stehen die denn auf den Sachen? Sind auch so solche Leute, ne? Die sitzen auf dem Fernseher und gucken Couch. Kann ich schon weiter jetzt? Ja, kann ich. Okay. Ich denke mal, die sind irgendwie sus. Also ein bisschen sus, ja. Ich glaube, ich muss erstmal das hier machen. Die stehen halt drauf. Ich glaube erstmal das hier und dann geht's weiter. Was ist denn er jetzt? Ist das so ein Visro? Schau an, Kundschaft.
Ist ja schon länger her, dass sich irgendwer in diese Tiefen hier runter verirrt hat. Was? Das ist ein Laden? Ah, Items kaufen wäre manchmal auch nicht schlecht, ne? Ja, die ganzen Items. Matrosenlatze, Abwehr erhöht. Für sie wäre es sogar noch sinnvoll, was zu kaufen. Ja. Einzige, wo es Sinn geben könnte, wäre sie. Mache ich das einfach mal. Der Rest ist halt viel zu viel. Achso, er hat noch weiter geredet. Ein paar Leute haben sich aufgemacht, um es zu untersuchen. Sie haben aber nicht zurückgekehrt. Kann man hier hinten noch lang bei ihm? Ist das ein extra Weg oder ist das so ein Lager? Oh, ist ja wirklich wie so ein Lager. Mr. Lager, Lager. Mhm. 5 Stunden haben wir gespielt. Und 4 Sternchen schon. Ja, sei ja. Für 10 Stunden ist das Game durch.